Hi, ich bin Marco, Gründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Strategen und unsere Aufgabe ist es, deine Website im Netz sichtbarer zu machen. Heute erkläre ich dir den Begriff Above Default. Woher kommt dieser eigentlich? Aus dem Printbereich, du kennst es vielleicht von der Tageszeitung, der Content, der als erstes sichtbar ist, ist sogenannt Above Default, über der sogenannten Falzlinie. Der weitere Content ist somit für dich erstmal nicht sichtbar. Im übertragenen Sinne ist es wichtig, dies für deine Website einfach zu wissen, denn die Nutzer sind mit verschiedenen Geräten heutzutage unterwegs. Sei es unterwegs mit dem Handy, abends auf dem Sofa im Tablet oder im Büro mit ihrem Computer. Und du siehst, je nach Gerät haben sie unterschiedliche Auflösungen. Wichtig ist hierbei zu wissen, dass 80% der Aufmerksamkeit auf Content gerichtet ist, der aber auf Default gestaltet ist. Also als Empfehlung, nutze beispielsweise Google Analytics und prüfe, mit welchen Auflösungen, Geräten und Browser deine Zielgruppe auf deiner Internetseite oder deinem Onlineshop unterwegs ist und gestalte es entsprechend. Wichtig ist, dass du in diesem Bereich zum Weiterlesen, Klicken animierst und auch dort Vertrauen in den User gewinnst. Also, es geht hierbei nicht um Suchmaschinenoptimierung oder bessere Optimierung für Google, sondern ganz klar, optimiere für deinen Nutzer. Seit dem Page Layout Algorithm Update im Jahr 2012 werden Websites herabgestuft, welche massiv Werbung im Content Above Default haben. Wir wünschen dir viel Erfolg.